Schmidt und Bernhard Hoeg. Guten Abend. Das ist genial daneben. Und es erwartet uns eine sehr interessante Sendung mit sehr interessanten Gästen und sehr interessanten Mützen und... Herr Wahler, ich glaube, Sie haben heute keine Chance gegen uns. Weil der Herr Boning, der hat nicht nur den Grimme-Preis bekommen, er trägt ihn auch auf den Kopf. Ich verstehe. Sieht ein bisschen so aus. Aber sehr die Mütze gut. Ist halt wirklich cool. Erinnert ein bisschen selbstgehäkelt von dir. Ja, ich habe mir das neulich von meiner Mutter, ich glaube vor Weihnachten war es, noch zeigen lassen. Und dann habe ich mir noch ein Häkelbuch gekauft, um das zu vertiefen. Und jetzt häkel sehr, sehr schön. Und da oben, was ist das, Pfeifenreiniger? Oder? Nein, erst dieser Aufbau, der fehlte ursprünglich. Da war nur dieses gelbe Ding. Ja. Das sah mir dann aber zu fallisch aus. Das war aber nicht beabsichtigt. Das ist nur so Zulauf gewesen. Dreht sich das auch? Das sieht ein bisschen aus wie Carlson vom Hubschrauber. Sehr schön. Könnte man eine Mechanik einbauen. Ich habe mal eine Frage. Was ist das für eine Sendung hier? Wir kriegen gleich alle solche mit. Vielleicht. Vielleicht. Weg. Vielleicht als Geschenk von Wiegald, wenn ihr alle so gut seid. Oh. Es kann sein. Das soll ich jetzt häkeln. Ja, du musst dann häkeln für alle. Wir fangen mal vorne an. Wir beginnen mit Thomas Müller. Thomas Müller wohnt in Lohr, das liegt in Bayern. Und Thomas möchte wissen, was ist dein Schweinenippel? Janet Jackson, haben wir gesehen. Ganz klar. Ja, das war eine sehr, sehr lustige Pointe und ich werde jetzt schnell die Lösung sagen. Bitte gerne. Wenn das kleine Ferkelchen nicht an die Zitzen will von der Muttersau, dann muss der Landwirt es säugen. Und, der arme Landwirt. Oder die Landwirtin, also, oder der Knecht, die Knechtin, gibt es das heute noch, Knecht? Egal, ihr wisst, was ich meine, die Angestellten auf dem Hof. Und die haben eben, so wie Kinder eine Pulle haben, mit so einem Säugling, haben die extra einen Schweinenippel, womit dieses kleine Ferkel die Milch dann ein. Der Aufsatz für die Milchflasche? Ja. Bernhard? Richtige Antwort von Herrn Nein. Naheliegend ist bei dieser Sendung ja, das ganz woanders zu suchen. Es hat also weder mit Schwein zu tun, noch mit Nippel. Was sehr schade ist, aber trotzdem wahr. Wir sollten also uns mal auf die Suche machen nach Begriffen, die mit Schwein gekennzeichnet werden. Also außer Drecksau oder so etwas. Vielleicht ist es ja nur eine Lautverschiebung. Es hieß nicht Schweinenippel, sondern Schreinerschrippel. Und das sind diese kleinen hölzernen Knubbel, die beim Hobeln abfallen. Wie findet ihr denn Handschuhe? Handschuhe werden doch aus Schweineleder oder so aus Rind. Man. Was? Na, gut. Was sagt der alte Mann? Wenn man sie so findet mit dem Auge, wenn sonst... Frag ihn nicht, der hat das wahrscheinlich schon wieder vergessen. Schweine, genau. Also es gibt da Handschuhe, die werden aus Schweinefeder oder Rindsfeder hergestellt und vielleicht sind Nippel, die Finger... Kuppen oder was die dann nochmal spielen. Das sind Schweinenippel bei Handschuhen. Ich würde auch anfügen... Bin jetzt beleidigt. Wieso? Was denn? Nein, Quatsch. Backwaren, sowas wie ein Windbeutel, nur in einer kleinen, also eine kleine Portion. Ich denke, eine Tüte Schweinenippel. Gar nicht so richtig. Vielleicht sind... Aber es hat nichts direkt mit dem Schwein zu tun, so wie Schweinsöhrchen und so weiter. Sondern... Genau, das ist nicht schlecht. Ein Gebäck. Ja, aber es hat ja eben nichts mit Gebäck zu tun, das haben wir gerade gehört. Ah, ja, ich habe ihn nicht verstanden. Es hat was mit Hinterachsen beim LKW und so zu tun. Weil da gibt es irgendwelche Öffnungen, durch die man Öl und Fett einfüllen kann. Der sogenannte, wir alle in Werkstattkreisen wissen es, Schweinenippel. Der Schweinenippel, das ist die Anhängerkupplung von dem Holländer, der seinen Wohnwagen verloren hat. Und man fährt hinter dem her und weil der so eine Kupplung hat, kann man dem Schwein nicht noch näher auffahren. Ich komme ja.
Wir hätten mit der Frage warten sollen, bis Rudi zu Gast ist. Aber was Bernhard weiß, ist ja, im Ruhrgebiet sagt man dazu Profithaken. Das ist die Anhängerkupplung. Ne? Profithaken? Ja, weil man am Wochenende nochmal den Anhänger reinhängen kann, irgendwo auf dem Flohmarkt fahren kann, um dann nochmal den schnellen 50er zu machen. Vielleicht ist es auch so was, was man wieder auf die Klebstofftube draufschrauben kann. Ah, weißt du, der Aufsatz. Genau, weißt du, vorne, damit es nicht ausläuft, da kann man vorne was drauf, damit man, da immer wie ein Wiederverschluss, der hängt dann so dran an der Seite und dann kann man das wieder drauf machen, damit der Kleber, das zum Beispiel richtig, der Kleber, nicht ausläuft. Vielleicht ist es auch das Nüppchen vorne auf dem Federball. Das könnte jetzt auch sein. So, ich erlöse uns aber jetzt Federball mal. Federball könnte das jetzt, achso, Entschuldigung. Ich erlöse uns jetzt mal, ich weiß es bitte nicht. Bitte gerne. Ich komme ja aus Oldenburg, ja. Teil von Niedersachsen, früher Großherzogtum, eingeteilt in Nord- und ja, Südoldenburg. Nordoldenburg evangelisch, Südoldenburg katholisch, geprägt durch sehr viel Schweinezucht und leicht nippelförmig, wenn man sich das auf einer Deutschlandkarte mal genau anguckt. Dieser südliche Teil, der wird von den Nordoldenburgern gerne mal Schweinenippel bezeichnet. Na? Falsch, aber es ist, schön. Es ist ein Kosewort. Für wen? Es ist ein Kosewort. Für wen? Für Leute, die so aussehen wie ein Schweinenippel. Die sagen dann, hallo, mein liebes Schweinenippelchen. So, wenn ich dich so angucke, dann... Mensch, du, ich bin auch komisch. Sollte nicht neben ihm sitzen, da komme ich immer auf solche Sachen. Nein, Quatsch, Blödsinn. Ich würde ja vermuten, vielleicht ist es wirklich so was Profanes wie irgendwie das Ding, wenn man die Wurst zuknotet, dann entsteht ja so ein kleines... Das ist es. Das Ding ist der Zipfel, der Wurstzipfel. Der Wurstzipfel ist der Schweinenippel. Über dem Vogelring. Nee, der Wurstzipfel ist der Wurstzipfel. Ja, das denken Sie. Ja, das weiß ich. Der Wurstzipfel ist ja Wurst. Verstehen? Das ist ja das, was man isst, den Wurstzipfel. Was über diesem Vogelring ist. Das ist ein Vogelring? Ja, das sieht ach, so wenn aus die Wurst wegfliegt. Und da steht auch noch, wenn Sie diese Wurst finden, hacken Sie den Fuß ab und schicken Sie. Da ist eine Nachricht, diese Wurst ist schlecht. Genau. Damit wir die Verbreitungsgebiete von Wurst mit Soße. Würden Sie sich soweit bereit erklären, uns den Hinweis geben, ob es mit dem gemeinen Hausschwein zu tun hat? Der würde euch die richtige Antwort helfen? Ja. Das wäre ja einfach. Es kommt sehr auf die Antwort an. Reifen vielleicht und dann auch das ein Ausdruck Ventil. Für Ventil. Ja. Ihr habt natürlich nicht recht. Das ist irgendwas anderes, ein Kanthaken. Es hat natürlich total was mit dem Schwein zu tun. Genau, das ist die Brust von der Sau. Richtige Antwort. Also, Schweinenippel ist eine Vorrichtung in Schweineställen und zwar an der Schweinetränke. Wenn das Schwein Wasser saufen will, muss es mit der Schnauze auf den sogenannten Schweinenippel beißen und dadurch wird der Nachlauf frischen Wassers aus. Das weiß ja jeder. Das heißt, wir hätten nur länger warten müssen, bis Hellers Ferkel groß geworden sind. Ja. Thomas Müller aus Lohr, 500 Euro für Sie. Wow. Wir kommen zu Judith Deschner. Sie wohnt in Thalheim, liegt in Baden-Württemberg. Und Judith möchte gerne wissen, was ist eine Schneefangnase? Eine Schneefangnase? Eine Schneefangnase? So groß ist die. So groß, Schneefangnase. Eine Schneefangnase oder eine Schnee? Ah, Schneefangnase. Können Sie sprechen, wie Sie wollen. Schneefangnase, Schneefangnase. Aber Schneefang gibt es ja nicht, aber eine Fangnase gibt es. Also Konstantin Wecker. Konstantin Wecker, ganz genau. Friedmann, Wecker. Jeder. Ich krieg's. Alle. Wecker, Friedmann, Immendorf, genau. Alles Schneefangnasen. Ja. Jeder hat einen Namen parat. Ich glaube, so ein Raubfahrzeug, mit dem man Schnee beiseite schiebt, der ein bisschen naheliegend. Aber eventuell Hochgebirge, überhängende Felsklippen, an denen sich der Schnee fängt und Wächten produziert. Ja. Wächten? Man spricht auch von Nasen, die sich lösen. Das ist dann eine Lawine. Ja, können keine Lawine hervorrufen. Das passiert mir auch dauernd. Nein, also jetzt, wirklich, das so ist es. Falsch. Das vorher war auch. Hat das mit Flugzeugen zu tun? Oh! Ganz falsch, aber hübsch. Ah, das sind diese Nupsis auf Dächern. Es gibt doch, es gibt so Nupsis auf Dächern. Nupsis? Nupsis, keine Ahnung, wie das sind. Nupsis sind auch die Dinger, die bei Ikea immer fehlen, wenn man ein Regal zusammenbaut. Aber es gibt sie auch in großer Form. Und zwar sind das so Nupsis oben auf den Dächern. Da sitzt der Schnee drauf und der verhakt sich dann, damit er nicht richtig runterrutschen kann. Richtig an. Ja! Das geht doch gar nicht. Gut gemacht. Sehr schön. Ich bin begeistert. Susanne Lämmerhirt wohnt in Wehr, Baden. Susanne Lämmerhirt und möchte wissen, warum verklagte 1989 eine Frau aus Darmstadt
den Deutschen Wetterdienst in Offenbach. Kurze Frage, kommt ihr aus Wehr in Baden oder möchtet ihr im Meer baden? Da war ich mal kurz lautmäßig verwirrt. Susanne Lämmerhirt kommt aus Wehr in Baden und möchte wissen, warum 1989 eine Frau aus Darmstadt den Deutschen Wetterdienst in Offenbach verklagt hat. Vielleicht hatte die einen dicken Hals, weil die hatte einen sehr seltenen Vornamen. Und der Deutsche Wetterdienst hat einem besonders bösen Tief, einen mit Orkan und Hurricane, was die ganze Landschaft verwüstet hat, diesen Namen gegeben. Und die fühlte sich persönlich diffamiert. Die fühlte sich diffamiert, aber aus einem anderen Grund. Weil es gibt ja Folgendes beim Wetter. Orkane haben ja eine Zeit lang immer männliche Namen und eine Zeit lang immer weibliche Namen. Und sie hat leider erst angefangen, darüber nachzudenken, als es immer männliche Namen gab. Da hat ihr, Moment mal, da ist ja bestimmt noch mal ein Weibchen dabei. Und das ist diffamierend, das ist diskriminierend. Das finde ich ungerecht. Ich bin auch eine Frau, deswegen würde ich gerne mal, dass die weibliche... Nee, weil früher haben die ja die Tiefs nur nach Frauen benannt und die Hochs nur nach Männern. Und deswegen hat die geklagt. Hat das damit zu tun? Atze? Ja, ich kann zwei Lösungen anbieten. Einmal schließe ich mich heller an und ganz hart. Und sage, sie hat den Deutschen Wetterdienst verklagt, weil die Tiefs eben immer Frauennamen hatten. Das kann sie diskriminieren. Aber ich glaube eher, dass der Deutsche Wetterdienst nicht im Zuge dieser Sturm-Orkan-Warnung angesagt hat, dass es auch noch ziemlich regnen wird. Der Keller lief voller Wasser und deshalb hat sie den Deutschen Wetterdienst verklagt. Nächste Frage. 89, Jahr des Mauerfalls, Jahr des Umbruchs, der eiserne Vorhang in Europa wurde abgeräumt. Revolutionen, friedliche Revolutionen an allen Orten. Ja, aber was hat das mit der Frage zu tun? Aber sehr schön. Sehr ruhig. Pass auf, Wetterdienst. Darmstadt war nicht auf der Karte. Wie? Die Stadt, der Wetterdienst hat ja immer so Karte, wo die Städte drauf und Darmstadt war nicht drauf, genauso wie Opladen. Opladen ist auch nicht drauf. Das richtig! Auch. Ihr habt's nicht. Ja, siehste! Du kannst uns auch mal helfen hier, verdammt nochmal! Wieso Darmstadt? Die kommt aus Wehr in Baden. Ja, das meine ich doch. Der Wetteronkel hat falsch abgelesen, hat gesagt, der Orkan findet in Darmstadt. Und, Also die hat den aber nicht verklagt, weil wieder irgendein Kachelmann gesagt hat, die Sonne scheint und es wurde völlig anderes Wetter und die war deswegen total gebeutelt. Nee, deswegen nicht. Das war also weil der alte Mann war doch eben zutraulich, also es auch nicht, sie fühlte sich diffamiert. Ja, da haben sie doch gesagt, sie fühlte sich diffamiert. Das war seine und war das ein richtiger Hinweis von Ihnen oder wieder eine doof ein ausgelegte Fehler? Nein. Also das war seine Ehefrau, hat zufällig beim Wetterdienst gearbeitet und der hat gesagt, so den verklage ich jetzt, weil der hat mich betrogen, diffamiert. Ach so, es hat mit dem Wetterdienst gar nichts zu tun. Nee, das haben sie jetzt nur gesagt, um uns in die Irre zu führen. Nein. Gab es denn überhaupt Stürme 89? Was war denn für ein Wetter 89? Ich kann mich gerne erinnern. Ich hab's. Pass auf. Da kam, jetzt, pass auf. Es war folgendermaßen. Da hat der Wetterdienst gesagt, so, passt auf, jetzt kommt der Riesenorkan, jetzt wird es richtig furchtbar, verrammelt eure Häuser und Wohnungen. Die hat Holz gekauft, die war bei Obi, die war überall, bei vielen anderen auch noch und die mir jetzt alle leider nicht einfallen, aber egal. Die war und hat dann die ganzen Fenster zugerammelt, überall zugemacht und dann kam kein Orkan. Und hat gesagt, Moment mal, ich habe alles verrammelt und verriegelt, ich habe Geld ausgegeben, wie verrückt mein Mann ist, hat eine Lichtallergie mittlerweile und so weiter. Und ihr nur deswegen und kann nicht mehr raus. Und Könntest du den jetzt mal so angucken, wie du mich immer anguckst? Das traut er sich mal nicht. Mach ich doch die ganze Zeit schon. Also Orkan ist es nicht. Vielleicht hat sie einen Sonnenbrand gekriegt. Ich glaube nicht, dass es was mit einem Wetter zu tun hat, wo sie gesagt hat, das Wetter... Also wo das Wetter so war wie... Egal, damit hat es nichts zu tun. Es war eben nicht so das Wetter. Sie hat montags angerufen und hat gesagt, Herr Karrenmann, würden Sie bitte Ihre leichte Bewölkung aus meinem Keller rauspumpen? Der hat eine Formulierung rausgegeben. Formulierung. Es geht um Wörter, wo sie sich persönlich beleidigt fühlte. Es geht um ein Wort. Es geht um ein Wort. Aha, tief. Und wie hieß die nochmal? Wie die Frau hieß. Ja, das weiß sie ich nicht. Ich weiß, wie die. Dann hat es damit irgendwie nichts zu tun. Nein, überhaupt nicht. Ich wäre fast alle Namen durchgegangen. Die kommt aus Wehr. Nein, Susanne Lämmerhirt kommt aus Wehr, die diese Frage gestellt hat. Aber die Dame, die den Wetterdienst verklagt hat, ist eine andere. Die kommt aus Darmstadt. Und den Namen der Dame sagen Sie uns nicht, oder? Nee, den weiß ich nicht. Der ist auch völlig unwichtig. Der ist völlig egal. Vielleicht haben die etwas Unchristliches gesagt oder so. Vielleicht haben die
so wie Sauwetter oder irgendwas gesagt? Nee. Dass die in ihren, die fühlte sich in ihren Gefühlen verletzt? Na, ob das nur Gefühle waren, weiß ich nicht. Kaiserwetter, haben, vielleicht die, war das... Kaiserwetter. Der Wetterdienst hat sowas gesagt wie, man sollte sich in Acht nehmen oder so. Oder man sollte nicht vor die Tür gehen. Warum? Und sie ist rausgegangen. Ja, und sie fühlte sich nicht angesprochen, weil er, sie, sie erwartet hat, hat Mann und Frau sollte nicht vor die Tür gehen. Sie ist rausgegangen, vom Blitz erschlagen. Also, ja, da klage ich mal. Das ist so gemein. Genau, der, aber nur der Fuß ab. Vielleicht, über den Namen des Orkans, des Sturms, der Name? Hat es mit dem Namen verbunden? Ja, das hatten wir ja schon. Was, aber er hat nichts dazu gesagt. Mein, aber guck, er grinst jetzt auch ein bisschen verdächtig. Weil er denkt, scheiße, sie sind so nah dran, ich will es nicht zugeben. Soll ich das sagen? Ja, bitte. Ja, bitte. Ihr hättet fragen müssen, wie alt die Frau ist, dann wäre es vielleicht gekommen. Wie alt ist die Frau? Genau. Jetzt ist es zu spät. Ah. Die Frau war 77 und fühlte sich diffamiert und verunglimpft, weil im Wetterbericht mal wieder von Altweibersommer gesprochen wurde. Oh, oh nee. Und hat tatsächlich den deutschen Wetterdienst verklagt. Und es kam zum Prozess am Darmstädter Landgericht. Und dort wurde dann höchstrichterlich festgestellt, dass die auch weiterhin ungestraft Altweibersommer sagen dürfen. Ja, das hätte ich denen auch so sagen können. Ich auch. Susanne Lemmerhirt, 500 Euro für Sie. Gratuliere. Ralf Löhr, er kommt aus Mönchengladbach und möchte wissen, was ist ein Behördenoberteil? Behördenoberteil? Ja, das möchte er gerne wissen. Hochsommer. Beamte sitzen ja auch hinter solchen Schreibtischen wie wir. Es ist allerdings sehr, sehr heiß. Laut einer Sondergenehmigung ist Beamten, so wie wir, wenn wir jetzt hier sitzen, gestattet in Badehose, aber mit... Krawatte. Ist das dann das Behördenparteil und unten haben wir nichts an? Nee. Unten haben wir nichts an. Oben, ne? Ist der Chef, der heißt Behördenoberteil, umgangssprachlich. Das ist das Behördenoberteil, war es heute schon da? Nein, kannst du den Kaffee nehmen. Nee. Nein. Ein Behördenoberteil ist vielleicht die Beleuchtung in großen Gebäuden, Stadtgebäuden. Oberteil. Weil die an der Decke hängt. So. Ja. Nein. Oder das Dach. Das Dach das eines Finanzamtes. Auch nicht schlecht. Auch. Behördenoberteil. Vielleicht ist das... das, ist wieder etwas, was es wirklich nur bei uns in Deutschland gibt. Ja. Oberteil. Ja. Vielleicht ist, kommt es aus der Rechtsprechung. Ich muss etwas weiter ausholen, weil ich selber nicht weiß, wie ich den Bogen spannen soll. Aber ich glaube, das stört hier keinen. Und dann ist es mir egal. Und zwar, ich glaube, es kommt aus der Behördensprache der Jurisdiktion, und zwar Kraftverkehrsrechtswesen. Wenn ein Ober einen Unfall hatte und nur ein Teil von diesem Ober vor Gericht ist, das eine Behörde ist, dann ist dieses Teil... Wie nur ein Teil? Ja, ein Arm oder so. Dann ist das ein Behördenoberteil. Ja, der hat geklaut mit der rechten Hand. So. Ihr habt Spaß, reicht doch, oder? Ja, das sehr hübsch. Deckel eines Aktenordners. Das ist oh, nicht schlecht, Urteil. Das war eins, das auch der Behörde selber gehört. Natürlich. Das ist ja privates Oberteil. Das ist ein Kellner. Behördenoberteil. Das schneiden wir raus. An einer Behörde sind doch diverse kleine Schilder angebracht. Erster Stock Finanzverwaltung, zweiter Stock Sozialamt. Und das Oberteil ist das ganz Oberschild, wo steht Kantine, WC. Das ist das Behördenoberteil, das obere Schild. Das obere Schild. Könnte sein, dass ich nicht recht habe. Es gibt ja in der Behörde eine Hierarchie. Ne? Also A-Schrittgeber und A-Schrittnehmer. Ja. So. Und, ja, wie überall. Und wenn man halt im gehobenen Dienst ist, gehört man zu den A-Schrittgebern und gehört zum Behördenoberteil. Sehr schön. Falsch. Hugo. Ja. Vielleicht ist es wirklich eine Kleiderordnung, das finde ich gar nicht so dumm. Ja. Und zwar manche Leute, die was mit einer Behörde zu tun haben, die da zum Beispiel sitzen, die sind immer nur von oben zu sehen, wie die Nachrichtensprecher. Es gibt ja lustige Bilder von Nachrichtensprechern, die im Hochsommer Krawatte, Anzug und alles haben und darunter nur eine Shorts anhaben. Das ist eine Kleiderordnung für den... Kann ich das nochmal hören mit dem... Du kannst jetzt gar nicht mehr. Das ist ja furchtbar. Mit dem... ist es das? Nein. Gut. Wenn ich jetzt davon ausgehen würde, dass Beamten Namensschildchen tragen würden, aber sie tun es ja nicht. Hätte ich gesagt, es ist ein Namensschild. So, ja, richtige Antwort von Herrn. Sagen Sie es doch mal. Wir jetzt mal vom Einfachen sagen Sie es doch einfach mal. Das Namensschild ist eines... nicht. Diesen Triumph gönne ich Ihnen. Warte, sag es mal eben. Sag es mal eben für Spaß. Sag es mal eben. Es ist ein Namensschildchen bei Beamten. Sag es mal eben. Sag es mal eben. Lass uns mal testen. Es ist ein Namensschildchen bei Beamten. Leider nicht, aber es wäre schön. Ich wollte sie einfach nicht gönnen.
Jetzt gehen wir mal. Ganz neue Methode, um das aufzulösen. Jetzt nehmen wir mal die Einzelteile und da frage ich jetzt mal, ist es denn ein Oberteil? Was? Bitte was? Nicht verständlich? Wir es ist in gewissen Sinne nicht verständlich. Wie findet, ihr denn, wenn es zum Beispiel Bilder wären, also so Dekorationssachen an Wänden? Weil es gibt bestimmt Unterteile in Behörden, nämlich Teppiche, Auslegware und es gibt Oberteile, der Bundespräsident, der da hängt oder so. Ein Schreibtisch ist auch ein Behördenoberteil. Zum Beispiel, genau. Alles, was irgendwie so über der Gürtellinie genau, ist, sind die Oberteile und alles, was drunter. Ausstattung, es geht um Ausstattung in Behörden. Nein. Geht es überhaupt um Behörden oder gibt es für Behörde noch was? Ja, bitte. Hatten wir denn Kleidung schon ausgeschlossen? Ja. Oberfinanzverwalter. Wenn wir jetzt mal uns das so wie ein Stammbaum vorstellen. Ganz oben ist jetzt die Oberbehörde. Nehmen wir mal die Oberfinanzbehörde. Ja. Und unten sind jetzt so regionale, die Arbeitsamt-Außenstelle, sagen wir mal. Ja. Und wenn wir die jetzt so mit gedachten Strichen miteinander verbinden, dann ist jetzt die oberste Behörde, sagen wir mal, die Oberfinanzdirektion, ist das Oberteil. Und die unten sind die Untersegmentierungen. So etwas. Alles falsch. Sind es die Aktien? Ist es ein Radiergummi? Hat das was mit Bleistift? Ein Bleistiftanspitzer. Sind wir denn bei Behörde richtig? Das hat mit Behörde. Stimmt das mit Behörde? Also, es hat was mit Behörde zu tun. Ich werde es euch sagen. Und nicht schon wieder. Doch, oder ich sag's. Weil Ralf möchte ja ein bisschen Geld haben. Also in der Behördensprache hat man ja für alles eine Bezeichnung. Ja. Also, normalerweise oder sagen wir mal üblicherweise gibt es ja in Behörden auch Heizkörper. Immer. Im Winter ist es kalt, da muss man heizen. Da jetzt aber die Behörde nicht möchte, dass jeder den Heizkörper auf die Temperatur stellt, die er gerade haben will, weil er dann laufend an diesen Dingern rumgedreht wird, wird also der Drehgriff am Heizkörper abgezogen und das sogenannte Behördenoberteil raufgeschraubt. Nee, die haben dass einen, die haben niemand einen Schaden, mehr oder? An den Heizkörper gehen Nein. kann. Dieses Ding heißt Behördenoberteil. Das heißt Muffe, das sieht man doch. Das ist eine Muffe, das ist eine ganz klassische Muffe. Aber nicht in der Behörde, da ist es eine linksdrehende Muffe. Das gibt es manchmal auch in Hotels. Da gehe ich demnächst mal zur Rezeption und sage, Entschuldigung, da stimmt was nicht mit dem Behördenoberteil. Ralf Löhr, 500 Euro, gratuliere Ihnen. Sehr, sehr schön. Meine Damen und Herren, wenn Sie auch so eine schöne Frage haben, dann können Sie einfach schreiben, genial daneben 50616 Köln oder Sie rufen an 01378 1011 20 oder eine E-Mail fragen@genialdaneben.de. Was wollten Sie sagen? Sie werden wütende E-Mails bekommen, weil Sie auf meine Frage, ob es irgendwas mit Ausstattung zu tun hat, mit Nein geantwortet. Ausstattung, also wenn das Ausstattung ist. Weißt du, was ich glaube? Weißt du, was ich glaube, Hella? Dass du bei Sat.1 einigen Leuten zu mächtig geworden bist. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Stefan Stranz kommt tatsächlich aus Kaiserslautern. Heute Abend ist er hier in Hürth-Karlscheuern. Stefan Stranz, wo sitzt er? Herr Stranz. Da hinten. Weiter Weg von Kaiserslautern hierher. Ich hoffe, es lohnt sich für Sie. Es geht um 500 Euro. Ich drücke Ihnen alle Daumen, die ich habe. Stefan möchte gerne wissen, was ist dein Kuhschwanzentzerrer? Wieso haben Sie dich eigentlich nach vorne gesetzt? Das ist doch ein Entzerrer. Ein Kuhschwanzentzerrer. Also ich weiß, dass in Kuhställen die Kühe wirklich an ihren Schwänzen so Drähte haben. Aber was, vielleicht weiß ich genau, warum sie die haben. Ob sie sie nicht vollkoten sollen. Ist das ein Entzerrer, Herr Balder, in einem Stall? Eher nein. Hugo, das hat das mit unserer gemeinsamen Vergangenheit zu tun. Mit Musik, mit Audio im weitesten Sinne. Equalizer. Ja. Ein Klangregler, eine bestimmte Form der... Damit man auch im Kuhstall Musik machen kann. Es ist die Form der Kurve, die da eingestellt richtig. Wird am Equalizer. Es gibt zum Beispiel Sägezahn, Sinuskurven und dann gibt es eben auch den Kuhschwanz. Hm? Ja. Achso, ihr darfst ja nicht sagen. Müssen wir so gelten lassen, ne? Richtige ja. Antwort. Ja. Ja. Also mit dem sogenannten Kuhentzerrer kann man den Klang eines jeden Tons so filtern, beeinflussen, dass der Ton hinterher anders klingt als vorher. Und den bearbeiteten Ton kann man anschließend grafisch darstellen. Und man hat dann so ein Kurvendiagramm, wie du eben sagtest, dessen Linien auseinanderlaufen wie das ausgefranste Ende
eines Kuhschwanz. Deswegen heißt das Ding Kuhschwanzentzerrer. Sehr gut. Stefan, es tut mir sehr leid. Hätte die 500 Euro gerne gegeben, aber Streber Schröder hat zugeschlagen. Was soll man machen? Wir kommen zu Pericles Dimasis. Und Pericles Dimasis wohnt, wie schon der Name sagt, in Kleve. Und Pericles Dimasis möchte wissen, was ist das Schubladenphänomen? Geht auf, geht zu, man kann was reintun. Ja. Da bleibt es auch. Ja, man weiß, wo es ist. Was ist das Schubladenphänomen? Also es ist einsortiert, Etikett drauf. Eine menschliche Eigenschaft, dass Menschen automatisch Leute Schubladenart. Aber das Schubladendenken, aber ich glaube dann. Ja, wäre das Wort Phänomen falsch, weil Denken wird ganz anders geschrieben. Ja. Nein, das ist richtig, aber ist dieses Phänomen, dass ein Mensch vielleicht gar nicht anders kann, als so Schubladen aufzumachen. Blonde Haare. Oh. Ah, blond, blöd. Ah, so ein psychologischer Defekt. Ja, ja. Ja, nee. Ist so eine... Ich nehme an, das ist, wenn ein Gebiss nicht richtig sitzt. Ja. Sagst du, da hat so Prung und hast die Zähne in der Hand. Schieb zum Schwab. Nee. Astrophysik. Wie sieht eigentlich unser Universum aus, wenn man sich jetzt mal daneben stellt und sich's anschaut? Ja. Es geht auf, es geht zu, es ist unendlich, andererseits aber auch wieder abgeschlossen, sodass man eben nicht von einer unendlichen Anzahl von Galaxien sprechen kann. Ist das das Schubladenphänomen? Sehr gut, falsch. Das Schubladenphänomen, das kommt aus der Klimaforschung. Ach. Ja, habe ich mal gelesen. Okay. Glaube ich. Und zwar ist es so, und zwar beschreibt es das ständige Auf- und Abschmelzen eines Gletschers. Meistens so, er schmilzt auf, dann stirbt jemand und dann ist der da drin und dann schmilzt der Gletscher wieder zurück. Dann ist er erstmal weg. Irgendwann taucht der Gletscher dann wieder auf und dann ist der Mann wieder da. Zum Beispiel Ötzi. Und also wenn du das noch einmal machst, wie kommst du denn von Schubladen denken auf Ötzi? Ja, hättest du mal hast doch knapp, wenn du mir jetzt sagen, aber dass das stimmt, dann flippe ich aus, das sage ich Ihnen. Sagen Sie es einfach, Sie können das ja widerrufen, aber ich will sehen, wie der Mann. Schubladenphänomen. Schubladenphänomen. Ich glaube, dass das eine Krankheit ist, dass das ein Gebrechen ist. Ein Gebrechen nicht so sehr. Krankheit in dem Sinne auch. Oh. Aber es hat was mit der Orthopädie zu tun. Ja. Orthopädie tatsächlich, mit Knochen ja. Und ach, vielleicht Knochen. Ist das sowas wie, es gibt doch dieses Lethal Weapon 1 bis 17, wo die Schulter kaputt ist, der die so rausnehmen kann und wieder rein. Luxation. Das ist ein, ja, so heißt es nämlich im Fachwort. Luxation. So heißt es wirklich. Warte mal, wie heißt das? Luxation. Ich will auch so eine Mütze, das gibt's. Laut! Ich kann ja also es hat was mit Orthopädie zu tun und mit Auf und Zu. Ja, nicht so sehr mit Auf und Zu. Aber mit rein und raus. Aber das mit dem Schulter rausnehmen, ja. Fand ich absolut eindeutig. Also, ein fällt alles raus. Die Gelenkkopf kann man aus der Gelenkpfanne herausnehmen, wie eine Schublade. Sagt, ja, man sagt doch, die Wirbel sind raus. Vielleicht gibt es sowas, wenn die Wirbel so, sind sie alle schief. Und sieht der Schublade auch aus, man viele Schubladen übereinander. Genau. Weißt du, wer ein... Die Bandscheibe springt raus und das ist jeweils die Schublade, die rausgezogen wird durch eine schlechte Bewegung. Weder Schulter noch Bandscheibe. Hat Biolek ein Schubladenphänomen? Ich weiß es nicht. Ach so. Ach, das bei mir regnet es immer rein. Oh, ja, doch. Das gibt's ja doppelt. Gibt es so ungefähr. Ja. Aus der einen Schublade fällt immer alles raus. Wenn die Kniescheibe mal so wegfliegt. Nicht die Kniescheibe. Nicht die Kniescheibe. Was kann denn noch rausfliegen? Nicht die Kniescheibe. Der Ellbogen, Gelenke. Knie ist richtig. Aber Knie, Kreuzband. Riss. Wenn das Kreuzband gerissen ist. Ja. Richtige ja. Antwort. Oh. Richtige Bravo. Antwort von Dana Koike. Ja. Ja. Kreuzband gerissen ist, liegt eine abnorm weite Verschieblichkeit des Unterschenkels gegen den Oberschenkel vor. Das hast du auch gekonnt. Wie bei Schublade, die man rauszieht. Also so. Und da spricht der Orthopäde von Schubladenphänomen. Da hätten Sie nicht gedacht, dass wir das rauskriegen. Nein, hätte ich nicht. Pericles Dimasis aus Kleve. Es tut mir wahnsinnig leid. Hätte es Ihnen gerne gegönnt, aber na gut. Michael Backes kommt aus Ratingen. Und Michael möchte gerne wissen, was sind U-Boot-Christen? Was? U-Boot-Christen? Ja. Das sind die Jungs, die noch in den Katakomben liegen. Ja. Frühchristliche Gemeinde, genau. Das war ja, Rom war ja unterkellert. Was sind U-Boot-Christen? Ich sag jetzt mal nichts. Das sind Terroristen. Was gibt da so? Ja, es gibt ja so U-Boot. Darf man das sagen?
Ich weiß gucken, nicht. Was darf man das mehr? Ja, das, es gibt ja so geheime Menschen, die irgendwo lange so leben und so tun, als wären sie ganz, ne, als wären sie sich dem Land angepasst und so weiter und wären so lange schon, alles ist gut und sind lieb und kaufen immer ein Brötchen und streicheln die Kinder. Und das sind dann U-Boot-Menschen. Und irgendwann kriegen die so einen Knopf drin, kriegen einen Anruf. Und werden Christen. Und werden Christen. Sofort. Nein, es gibt ja noch Länder, wo es eben nicht so ist. Und da kriegen die dann den Anruf, so jetzt geht's los und dann müssen die anderen. Aber warum heißen die dann U-Boot Christen? Weil man die vorher nicht sieht. Ich glaube, das ist spezielles Teegebäck an Bord von U-Booten. Das sind sehr kleine Oblaten, so eine Art Christstollen eventuell auch. Und aus Platzgründen, weil es in so einem U-Boot ja sehr, sehr eng ist, sind die eben ganz besonders en Miniatur in so eine ganz kleine Schachtel verpackt und stehen dann in der Kombüse, ist so ungefähr 20 Zentimeter oben unter dem Heizungsschacht. Vielleicht sind das ja Christen, die aus der Kirche ausgetreten sind, weil sie keine Steuern mehr bezahlen wollen und trotzdem noch in die Kirche gehen. Nee. Um den Seelenheil sich doch noch einzupfeifen. Nee. Was mich ja interessieren würde, ist, hat es was mit U-Booten oder mit Christen zu tun? Ich glaube, es hat eher was mit Christen zu tun. Und das fand ich nämlich gar nicht so dumm. Das sind vielleicht so Evangelien, die zu den Katholiken in die Messe gehen. Die stauben da nämlich Seelenheil ab und zahlen keine Steuern dafür. Die sich mal so richtig besaufen wollen. Die gehen mal da. Nein, auch das nicht. Was mit U-Booten zu tun hat. Auch das nicht. Hat es was mit U-Booten zu tun, Herr Balder? Und zwar zum Beispiel ein Schraubenzieher. Wie heißt denn? Da gibt es auch so Handwerksgeräte. Den nennt man hier, gib mir mal den Christen rüber. Ein neuner Christ. Kreuz, das ist eine andere Formulierung für ein Kreuz. Ach, hier mein Werkzeug. So wie ein Engländer oder Franzose. Genau, Engländer, Franzose, Christen. Und Christen ist ein Hammer vielleicht. Für Nick. Also, es gibt doch so ein Cocktail. Es gibt doch. Nein, ich hab doch nur überlegt. Unterwasserhammer für Lautzeichen. Man absäuft. Es gibt doch einen Cocktail, der heißt U-Boot, wenn ich mich recht entsinne. Ja. U-Boot-Christen sind halt Katholiken, das wissen wir ja, die in die Kirche gehen und statt Messwein eben Cocktails ausschenken. Was? Und deswegen ist die Kirche da auch immer voll. Ja, ich glaube, wir müssen mal den U-Booten zu tun und nicht mit Christen. Ja, ich glaube, es ist sowohl als auch. Was macht denn den Christen aus? Er glaubt an die Auferstehung, das Auffahren. So, es ist der zuständige Tauchoffizier an Bord eines U-Boots, der dafür sorgt, dass das Boot aufsteigt. Das finde ich genial, das finde ich. Das will ich. Das will die Antwort, will ich. Ja. Ah, ist tierisch. Sehen es vielleicht die bestimmte Chöre, Kirchenchöre, die bei der Marine einen guten Job machen und eben zu den Jungs in die U-Boot. Da ist so wenig Platz. Christliche Marine. Stellt euch mal die Fischerchöre im U-Boot vor. Wenn das geht. Ja, ich wünschte, dann säuft das Ding ab. Wir haben Ruhe. Oh, ja, du hast alle Platten von dem Mann. Jan. Was sind denn sonst noch christliche Symbole an Bord eines U-Boots? Zum Beispiel jetzt das Kreuz im Lenkrad. Das ist ja U-Boot-Christ. Vielleicht missionieren die unter Wasser. Wen? Die Fische. Da laufen dann Fische und den Satan zeigen. Die sagen dann nicht und die sagen Amen. Militärseelsorge. Amen. Ich glaube auch nicht, dass es Puppen sind, die irgendwelche durchgeknallten Leute unter Wasser trauen, weil sonst hießen sie ja U-Boot. Aber Militärseelsorger? Nee, hat das denn wirklich mit dem U-Boot als solchem zu tun? Er hat die Antwort selber nicht verstanden, die da steht. Der liest sie gleich nur vor. Die Antwort habe ich verstanden, weil sie ganz einfach ist. Also sind Bordfahrer oder was? Nee. So, ja, dann nächste Frage. Vielleicht, das sind Täuflinge, die man zu lange unter Wasser hält. Und die dabei abschnippeln oder was? Bis sie von selber wieder auftauchen. Aber das. Genau, U-Boot-Christen sind die bei der Taufe unter Wasser tot geblieben sind. Nein, es gibt die werden, da wird nicht drüber gegangen, sondern die werden ganz untergetaucht. Das sind die U-Boot-Christen. Oder vielleicht die in einem U-Boot konvertiert sind. Die haben gesagt, so, ja, lass mich doch mal, du guckst immer so, was soll denn das eigentlich? Ich sag mal was und du guckst, du bist ja schlimmer als er, verdammt nochmal. Das kommt eher so aus dem, sagen wir mal, wir Deutschen sind ja Urlaubsweltmeister und man stellt sich jetzt einfach eine schicke Bucht, Mallorca oder wo auch immer, vor und da schwimmen jetzt mehrere männliche Touristen, schwimmen da so, machen so Rückenschwimmen. Und es sieht ja immer so aus, als würde dann dieses Periskop rausgucken. Ja, pass auf. Und dann wird halt der Hotelchef wird gefragt, da kommen halt irgendwelche Feministinnen an und sagen, hey, guck mal, was ist denn da in dieser Bucht, was ist denn da los? Und der Hotelchef sagt, ach ja, das sind die U-Boot-Christen. Sind es vielleicht Blumen? Es gibt sicher auch eine Christblume. Ja, es gibt auch einen Christstollen. Eben.
Bisschen ja, die Unruhe-Christen, das sind einfach nur die Rosinen im Christsturm. Natürlich. Und da kannst du den so essen. Moses. Aber Jesus ist ja übers Wasser gegangen. Und man fragt sich ja bis heute, wie ist der denn übers Wasser gegangen? Wer hat er das gemacht? Korkschuh. Natürlich, das war so ein U-Boot, das fuhr unter ihm her und hat ihn getragen. Er stand oben auf dem Geschützturm. Ich werde es euch sagen. Ich glaube, es geht um Christen. Das ist ja, ich glaube, es sind Christen aber in einer besonderen Funktion. Aber sind die Idee nicht schlecht mit dem über dem Wasser laufen? Ja. Und vielleicht sind das die oberen Platten eines U-Bootes oder irgendwas, was oben an einem U-Boot befestigt ist, weil man da drüber laufen kann, wenn das U-Boot nicht unter Wasser ist. Hat es was mit Kreuzen zu tun? Oder vielleicht ist es die Luke oben in einem U-Boot? Ich finde das schön, auf was hier alles kommt. Das ist großartig. Dabei sind wir eigentlich mit irgendwas irgendwie nah dran? Das ist ganz einfach. Ich habe großen Spaß. Und vor allen Dingen hat Michael Backes Spaß, weil der hört sich das Ganze an die ganze Zeit. Und ich werde euch sagen, was U-Boot-Christen sind. U-Boot-Christen werden Kirchenbesucher genannt, die das ganze Jahr abgetaucht sind, sich nie beim Gottesdienst blicken lassen, nur an Feiertagen, Ostern, Weihnachten. Gehen Sie mal in die Kirche, ansonsten nicht. Und nochmal. Ganz einfach, das sind U-Boot-Christen. Michael Backes, 500 Euro für Sie. Ja. Aus seinem Kirchengesangsbuch fielen. Die roten und gelben Bändchen in Post-it. Den Gebetsbüchern. Post-it vielleicht, diese kleinen Kleber. Richtige Antwort. Das geht schnell. Also Art Fry hat die Erfindung eines Kollegen genutzt. Und zwar besagte Kollege Dr. Spencer Silver hat 1968 bereits einen Klebstoff erfunden, der allerdings nicht richtig klebte. Und gut. Ja. Und Art Fry hat dann genau das gebraucht für sein Gesangsbuch, nämlich das, was wir heute unter Post-it kennen. Lesezeichen, die man auch wieder abziehen konnte, ohne das Papier zu beschädigen. Na, klasse. Sehr gut. Herr da sieht man mal, sehr, wie gut es ist, in die Kirche zu gehen. Bärbel, es tut mir leid. Wir kommen zu Ilona Fabri, sie wohnt in Hiddenhausen. Und Ilona möchte Folgendes wissen. Warum teilen die Beamten des belgischen Polizeireviers Genk in Belgien ihr Mittagessen mit Kleinkriminellen? Ja, weil die wachsen müssen. Ja, bevor es einer von den Kollegen macht, meine Damen und Herren, habe ich das jetzt gesagt. Kann ich die Frage noch einmal? Warum teilen die Beamten des belgischen Polizeireviers Genk ihr Mittagessen mit Kleinkriminellen? Also Kleinkriminell ist ja ein sehr übergeordneter Begriff. Vielleicht sind das ganz speziell Leute, die nur Lebensmittel klauen. Also Kleinkriminelle, damit werden, glaube ich, hier also nicht gerade Mörder und solche Die Jungs würden dort nicht sein. Die würden dort nicht sein. Also Kleinkriminelle, wenn einer was geklaut hat oder so. Ich glaube, die würden gern mit allen essen. Die trauen sich noch nicht, weil mit einem Mörder würde ich auch nicht gern mein Essen teilen. Deswegen meine ich das nur mit den Kleinkriminellen. Was hast du gemacht? Ich habe einen Schlüssel geklaut. Okay, komm, dann essen wir zusammen. Und dann machen die sich einen schönen Abend und dann kann er wieder nach Hause und dann ist gut. So, ne? Kleinkriminelle. Tja. Vielleicht das Wetter ist schlecht. Aber warum? Warum machen die das? Auf den Polizeirevieren. Das heißt, das ist nämlich die Frage, sind die kleinen Kriminellen da überhaupt eingebuchtet? Mhm. Sind so. Gut. Ja, dann haben die nur eine Kantine. Ja, aber vielleicht müssen wir es ja umgedreht sehen. Die kleinen Kriminellen kriegen was zu essen. Aber und die Polizisten klinken sich damit ein. Und, das ist so eine Art Aufbauvollzug. Vielleicht ist es ja so, dass die Kleinkriminellen ihr Essen mit den Polizisten teilen. Ja, weil der Kleinkriminelle an sich ist da eingebuchtet und wartet darauf, dass seine Gattin oder die Tochter oder die Oma oder wer auch immer ihm die Speisen mittags bringt. Ich gebe euch mal eine kleine Hilfe. Ja. Die sind zwar da eingebuchtet, aber die werden dort in diesem Revier nur so zwischengelagert für 24 Stunden. Nicht, bevor sie dann ins richtige Gefängnis abgeschoben werden. Ach so, sie sind zwar dort auch im Knast, aber sie bleiben in der Regel dort nur einen Tag. Aber wenn sie ihr Essen teilen, haben sie vielleicht eine Haft, dann müssen sie nicht so lange vielleicht. Dann, wie? Du kriegst die halbe Pommes ab, dafür muss ich nicht so lange im Knast. Ach so, nein. Aber was heißt denn Essen, was Essen teilen? Heißt das, hier ist eine Fritte und die schneiden wir jetzt mal längs durch, damit wir Also die belgischen Polizisten auf diesem Revier teilen ihr Essen, was die kriegen. Auf dem Teller. Auf dem Teller oder mitgebrachte Brote, völlig wurscht. Mit diesen Kleinkriminellen. Warum? Es gibt keine Kantine. Warum? Der Beamte ist aufgefordert, von der oberen Behörde gefälligst selber Wurstbrote mitzubringen. So ist es nicht, aber es hat schon was damit zu tun. Der Beamte ist aufgefordert, zum Beispiel, der muss ja auch selber seine Socken kaufen, die werden nicht mehr von der Polizeibehörde bestellt und man soll eben auch die Häftlinge mit verpflegen für einen gewissen Zeitraum. Vielleicht stark und zugeteiltes Geld für die Speisen für die Kleinkriminellen? Wer? Die Bullen. Nein. Die Kleinkriminellen. Die Stadt Genk, das Örtchen Genk bekommt Zuschuss vom Staat
für das Essen von Gefängnisinsassen. Echt? Genau. Nee. Und die wollen die Kohle aber lieber haben für einen neuen Anstrich oder was auch immer und bringen von zu Hause die Wurstsemmel mit und teilen. Das Gefängnis ist eine Wurstküche. Was? Man kann ja auch Tüten kleben im Gefängnis oder so. Und so wie man woanders Tüten klebt, so wird dort Wurst hergestellt oder Mittagessen halt gekocht. Das ist eine Großküche für ganz Gang. Und dort arbeiten sie. Das war sehr gut. Das war ganz. Das nämlich. Das war ganz weit weg. Es gibt eine Regelung, dass dieses Gefängnis oder diese Polizeistation wird bezuschusst nach Anzahl der amtlichen Mitarbeiter, also der Polizistin, die da arbeiten. So. Also, jetzt sind die aber gezwungenermaßen dazu gezwungen worden, zwanghaft Leute einzuzwängen. Ich wollte einfach ein paar Z-Worte bringen, damit man mehr jetzt kann das. Jetzt ist es so, die haben die bekommen, aber der Zuschuss ist noch nicht erhöht und deshalb müssen die das jetzt teilen. Nee. Das ist einfach, das ist ja Quatsch, was ich gesagt habe. Ja. Wird ja Essen hergestellt im Umkreis dieser Polizeistation. Ja. Da wird mit Sicherheit irgendwo Essen hergestellt. Na klar. Im näheren Umkreis. Das weiß ich nicht, wenn man nicht da, aber es wird ja in Genk irgendwelche Restaurants geben. Ja, aber in Genk gibt es nicht so viele Kleinkriminelle. Genk, Belgien ist ja nicht so groß. Fährst du rein, bist du wieder draußen. Das ist ja so. Und so ist es ja auch mit der Stadt. Deswegen haben die vor Ort. Nicht permanent jemanden, der da Essen kocht für die Leute, die da im Knast sind. Für diese 24 Stunden. So ist es nicht. So ist es nicht. Vielleicht hätten die einen Koch einstellen müssen oder eine Köchin und dieser Posten musste aber irgendwie eingespart werden. Und deswegen teilen die ihr, weil die keinen Koch haben. Einen Koch haben die da sowieso. Dazu ist das ja viel zu klein. Also die bringen ihr privates Essen von zu Hause mit und dann geht die halbe Stunde an den Gefangenen. Ich merke es, ich sage es euch. Ich habe keine Lust mehr. Während ihres maximal 24 Stunden dauernden Aufenthalts in dieser Zelle des Polizeireviers Genk müssen die Häftlinge laut Gesetz verpflegt werden. Ja. Laut Gesetz stehen aber dafür nur 1,50 Euro pro Tag zur Verfügung. So. Und weil die örtlichen Restaurants sich weigern, zu diesem Preis Essen zu liefern, weil wer macht das schon, teilen notgedrungen die Polizisten ihre eigenen Mahlzeiten mit den Gefangenen. Nicht so. Naja, also ein bisschen. Also können wir mal eine Abstimmung aber machen? Aber nicht so. Nein. Wir sind ganz lieb und geben Ilona 500 Euro. Ja, einverstanden? Ilona, 500 Euro für Sie. Ja. Gibt es nicht schon Hamburger für 99 Cent? Wahrscheinlich nicht in Genk, denke ich mal. Die haben keine Hamburger-Butter. Aber ist doch nett von den Jungs. Ich meine, ist doch machen die ja so nicht gern. Kommt drauf an, wird die Mama zu Hause drauf schmiert. Natürlich. Nett ist. Ja. Gisela Hild kommt aus Augsburg und hat eine wunderschöne Frage, wie ich finde. Und sie möchte gerne wissen, wie konnte Hans-Günther Winkler, den wir alle noch kennen, den Springreiter, wie konnte Hans-Günther Winkler 1956 in Melbourne bei den Olympischen Spielen, eine Goldmedaille gewinnen, obwohl er gar nicht da war. Das weiß kein Mensch. Doch. Hat das Pferd nicht die Goldmedaille gewonnen? Das war ja Haller. Naja, deswegen musste meine Mutter selig sich ja mal anhören, du kannst dem Kind doch keinen Pferdenamen geben. Ja. Aber ich weiß, dass der Winkler hat sich irgendwie eine alte Rippe gebrochen und die Haller hat das mehr oder weniger alleine Olympische gemacht. Spiele 1956 aber in Melbourne. Aber der saß ja noch auf dem Pferd bis zum Schluss. Ja. Hat Hans-Günther Winkler eine Goldmedaille gewonnen, obwohl er gar nicht da war. Der war gar nicht in ich weiß es, weil nämlich niemand in Australien war, weil die ganzen Pferde nämlich nicht nach Australien schiffen konnten. Und die Pferdegeschichte war die einzige Disziplin, die nicht in Australien bei den Olympischen Spielen stattfand, sondern irgendwo anders in Europa. In Stockholm. Danke. Ist die Antwort. Ja. Hans-Günter Winkler hat Gold im Springreiten gewonnen und die Olympischen, Reitwettbewerbe wurden nicht in Melbourne ausgetragen, weil die Quarantänebestimmungen so streng waren, dass die Pferde nicht rein durften und fanden in Stockholm statt. Ja. Und so hat er in Melbourne Gold gewonnen, obwohl er gar nicht da war. Gisela, es tut mir leid, Frau von Sinnen hat es gewusst. Tut mir auch leid, hat es irgendwann mal gelesen. Sie hat es mal gelesen. Nun gut, es war sehr interessant, ihr Lieben, ihr habt viel gewusst. Wir haben auch ein bisschen und Geld verspielt. Und ich habe das am Anfang der Sendung schon angedeutet. Ne? Dank der Grimme-Mütze vom Herrn Boning werden wir heute viel wissen. Selbst gehäkelt. Sehr gut, sehr gut. Herr Boning, die Mütze hat uns sehr geholfen. Würdest du mir auch eine mal stricken? Ich
Aber ich möchte auch. Du setzt ihn irgendwie gerade mental unter Druck, habe ich das Gefühl. Meine Damen und Herren, wenn Sie zu Hause auch so eine Mütze haben wollen, rufen Sie Herrn Rehm. Auch nachts. Das war genial daneben. Schön so.